3 Jahre YouTube haben wir jetzt. Ich dachte mir so vor 2 Wochen schon, ey, ist ja bald wieder soweit, können wir ein Jahr länger auf YouTube feiern. Machen wir doch einen Wochenvlog, das mögen die Leute. Das soll was Besonderes sein und bleiben. Jo, jetzt war ich gerade so auf Feierabendstimmung, Montag haben wir es jetzt schon. Da fällt mir ein, ach shit. Du wolltest ja eigentlich von Montag früh bis Sonntagabend aufnehmen, was du so machst für die Community, in deinem Job, in deinem Leben. Ja, habe ich jetzt den ersten Tag mehr oder weniger verschlafen. Nur grob zusammengefasst, ich bin um 7 aufgestanden, habe mal so kurz geguckt, was steht die Woche an. Ist einiges und habe dann angefangen mit Arbeiten, erstmal als Versammlung, die letzte Woche ankam, angefangen zu sortieren, zu machen. Dann vorhin irgendwie angefangen mit Briefen machen, hab dann irgendwie verpeilt zur Post zu gehen. Irgendwie total doof. Ja, ist ein komischer Montag. Irgendwie ein bisschen demotiviert, bisschen auch irgendwie im Kopf zerstreut und weiß nicht, wo ich anfangen soll, weil es so viele Sachen gibt, die ich machen möchte. Ja, jetzt muss ich erstmal einkaufen. Wie gesagt, haben es 7:30 gleich abends. Mal gucken, ob es im Netto wieder Bananen gibt. Nein, Banane habe ich noch von Matze. Der hat mir am Wochenende genug mitgebracht oder gegeben in Berlin. Aber so Kühlschrank und so ist leer. Und Abendbrot essen wollen wir auch irgendwas nachher noch. Und dann geht es weiter nachher mit Q-Dance. Kennt vielleicht einige von euch, also Björn Nettmann aus Berlin kennt es auf jeden Fall. Da ist heute die Magic Show, da sind 3 Stunden der newest Shit von Hardstyle und Co. Und das sind immer so 3 Stunden, wo ich montagsabends gerne noch so die großen Briefe bearbeite, die so übers Wochenende angefallen sind. Das wird heute hoffentlich ein bisschen was. Also ich hatte 140 Bestellungen, als ich heute früh reingeguckt habe. Bin jetzt auf 60 runter und heute Abend will ich eigentlich bei unter 10 sein, wenn ich nur hier Feierabend im Schluss mache. So, zusammengefasst, erster Tag, anstrengend, aber irgendwie alles realisierbar, alles machbar. Genau, und freut euch auf die Woche. Freut euch, dass ich euch mal wieder hier so ein bisschen mitnehmen kann. Jo, da war ich jetzt einkaufen und weil mich schon andere gefragt haben, einige so, jetzt isst vielleicht auch noch was anderes außer Bananen. Zeige ich euch mal, was ich gerade so eingekauft habe für die Woche. Ich muss dazu sagen, ich arbeite zu Hause, ich esse hier zu Hause und das muss meistens schnell gehen, damit ich alles andere schaffe am Tag. Und neben den Bananen esse ich liebend gerne Schnitzel. Ja, ein Fertigschnitzel ist nicht das Beste, ich weiß. Aber wenn es schnell gehen muss und auch ein Fertigsalat, anstatt ihn selber zu machen. Ja, ja, ich weiß. Aber egal, dafür gibt es trotzdem noch ein paar andere leckere Sachen, die man so schnell brutzeln kann, wie die Nuggets dort. Und abends gibt es dann halt immer Schnitte mit irgendwie Wurstkäse. Oder ich habe mir auch diesmal Fisch wieder mitgenommen. Ist einfach lecker, auch wenn es so teuer ist. Und als Nachtisch habe ich dann meistens einen griechischen Joghurt. Mmh. Ah. Ja, ansonsten, Fleischsalat, dann habe ich ein bisschen aufgerüstet, den Nachschub geholt für die Pflege. Nein, was ihr da so seht. Und natürlich eine Vita-Cola, ganz wichtig. Jo, und Eier sind auch immer gut. Ich komme mir ein bisschen komisch vor, euch das zu zeigen, ich habe gerade Bock drauf. Also, das ist der Arzt, wenn er zu Hause ist. Da hole ich gerade mal die Post aus dem Briefkasten vom Wochenende. Erstmal ein schöner Brief vom Nils, vom Wutini. Der hat mir nämlich einen Mammut-Shark auf der Weiße Prag geklaut. Ja, der böse Mann. Ne, da hat Hekte im Team-Duell gespielt, er mit Mörme, ich mit Heroes von meinem Bruder. Und das Video seht ihr übrigens auf Matze seinem Channel, Matz ab. Ja, und da soll jetzt der Barmutschak drin sein, den er aus meinem Extra-Deck in seins gepackt hat. Und dann will mich die Post verarschen. Guckt euch das an. Hier soll ich überall 15 Cent nachzahlen, weil es angeblich 85 Cent Briefmarken wären anstatt 70er. Ich habe ja gerade gewogen und die sind alle unter 20 Gramm. Also tut mir leid, ihr deutschen Käufer. Ich muss das morgen mal bei der Post klären. Das kann ja so nicht sein. Da weiß ich nicht, bei ihrer Prüfung vielleicht lag ein Stein drauf oder keine Ahnung. Aber das sind alles Briefe mit 10 bis 18, 19 Gramm. Einer war, glaube ich, direkt bei 20. Da könnte es sein, dass ich den irgendwie nochmal richtig wiegen müsste bei der Post. Aber die anderen, also eine Masse, ey. Guckt's euch an. Ich hasse die Post. Naja gut, das wird morgen geklärt. Erzähle ich euch, wie es ausging. Und jetzt gibt es erstmal ein Abendbrot essen. Ich habe heute noch nichts gegessen und da glitzert schon der Schnitzel aus der Pfanne. Na gut, gucke ich mal, dass es nicht schwarz wird. Hallihallo YouTube, guten Morgen. So, Tag 2 fängt gleich an für mich.
7 hat der Wecker geklingelt, 7:30 bin ich jetzt aufgestanden und irgendwie, das ist wieder komisch, ich glaube, das war beim letzten Wochenvlog auch so, dass ich halt irgendwie meine Haare nicht toll fand und zum Friseur gegangen bin. Aber guckt euch diese Mähne an, das sieht langsam verrückt aus, ey. Und jetzt vor Ostern, wenn man Familie noch trifft, gehe ich wahrscheinlich die Tage mal zum Friseur. Ja, was gibt's noch zu sagen? Gestern, ich habe noch einen Lars empfangen, der war noch da, der hat noch ein paar Karten abgegeben, die er gerade nicht braucht im Laden. Die kaufen halt da alles an und sortieren das raus, was er noch im Laden behalten wollte. Der Rest bekomme ich immer alles, das ist ganz cool. Und da war dann 10:30 abends weg, jo, irgendwie so. Und dann habe ich erstmal das Handy gescheckt. Dann hätte ich mit zwei Leuten irgendwie in die Innenstadt gehen können. Da war wieder Bingo-Abend im Fiddlers in unserem Irish Pub. Ja, das war dann für mich zu spät. Jo, Technik fährt gerade hoch, der alte Windows XP-Rechner. Die Technik wird auch umgerüstet diesen Monat, nicht diese Woche, aber egal. Zwei andere hatten sich dann noch gemeldet für eine Kneipe hier bei mir um der Ecke. Und da dachte ich, die sind bestimmt 23 Uhr noch da. Und dann war ich noch eine Stunde dort, hab mein Bierchen getrunken. Damit ich auch noch was vom Tag habe, weil wieder von früh um 8 bis abends 22 Uhr an allem hier gehängt. Egal, ich mach erstmal Kaffee. Da wurde gestern Abend noch gespoilert. Ja, die neuen Decks, also kommen jetzt diese Woche raus. Sollten sie. Nachdem ich gerade den Spoiler auf Facebook gelesen habe, dass Max C drin ist und Common Twin Chester dabei ist und noch ein paar coole andere Sachen wie Quirking Mirror Force, gucke ich in meine E-Mails und kriege eine Information, dass es bestätigt wird, dass die Decks noch in der Produktion hängen. Ja, mein Händler und Distributor Blackfire hat noch keine Ware und hat eine E-Mail an alle gesendet, die was bestellt haben. Jo, vor Ostern bekommt ihr es nicht. Macht das wieder Spaß, ey, ist das schön. Nein, das ist schon wieder Kacke. Kein Vorverkauf von dem Produkt. Ich kann euch nicht damit beliefern diese Woche und ja, haben wir alle Pech gehabt. Ist das ätzend. Wie kann man denn so viele Produkte raushauen, Konami, und dann gar nicht hinterherkommen mit der Produktion, sodass jetzt deine Spieler irgendwie warten müssen auf das neue Produkt? Dann lass doch eher mal was ausfallen und mach dafür ordentliche Produkte in guter Qualität und bring das rechtzeitig an den Mann, sodass das zur Release auch jeder bekommt. Mensch. Ich dachte, so ein Structure Deck, das macht wenig Probleme. Aber nö, eine Woche später. Dankeschön. Bitteschön. Tschüss. Schaut mal, was hier gerade ankam. Wer kennt das? Minerva, Superman. Jo, ich habe hier gerade eine Einsendung bekommen. Eine Sammlung, die ich bewerten soll. Per Video wahrscheinlich. Und da lag jetzt einfach mal eine Minerva drauf. Jo, gerade mal geguckt, die geht noch 850. Reprint ist aber so gut wie angekündigt. Na, mal schauen, wie ich die ankaufen und verkaufen kann. Wahnsinn. Gut, sowas habe ich auch noch nicht gesehen oder erwartet. Aber gut. Nun habe ich eine 206 Euro Post. Das waren gerade die Postkosten bei der Post, als ich Brief abgegeben habe vom Freitagnachmittag bis Dienstagnachmittag. Und jetzt waren noch 30 Bestellungen offen, die werde ich jetzt noch nachträglich bearbeiten. Flackert schon mein Licht, ey, meine Haare sind so schlimm, ey. Was mache ich noch heute? Ich spiele Spieltag 4 gegen Alex Zockt, hoffentlich heute noch. Hat sich gerade gemeldet, er verspätet sich ein bisschen, er hat noch was in der Uni zu tun. Aber kein Problem, kann ich jetzt halt gleich erstmal Mittag essen. Wir haben es 16:30 Uhr, jetzt ist Mittag, Mann. Das ist schon wieder so unregelmäßig, aber ich kam halt nicht dazu. Ich wollte lieber mehr Bestellung schaffen. Jetzt esse ich erstmal was, mache ich meine 15 und dann mal gucken, ob ich dann gegen ihn schon spielen kann. Spieltag 4 heißt Tier 1, das heißt Paleo, das heißt wahrscheinlich Paleo Mirror Match. Jo. Und genau, jetzt esse ich erstmal was. Gewonnen! 2:1 Paleo Mirror, wie schon gesagt, gewonnen gegen Alex Zockt. Jetzt haben wir es 22 Uhr und ich muss weiter Bestellung machen, weil es sind immer noch 35 offen. Ja, seit früh um 8 schon wieder hier machen. Naja, aber muss halt. Ich will halt auch Ostern haben, ne? Mal gucken, ob ich alles schaffe bis zum Donnerstag.
Ja, und das war's dann auch für die Aufnahmen heute. War ein spannender Tag, viel passiert. Minerva in the house. Jo, dann bis morgen. Hallo, eine späte Meldung von mir zum Mittwoch. Ich habe bis jetzt nur gearbeitet. Wir haben es jetzt 16:30 gleich. War wieder viel zu tun. Ich war heute zweimal bei der Post, einmal mit Paketen. Grüße an den Pion aus Berlin, der bekommt mal wieder was. Und dann jetzt mit den Briefen und ich bin immer noch nicht fertig mit allem. Ey, ihr haut mir wieder übelste Bude voll mit Aufträgen und Sammlungen und dies und das. Ich müsste eigentlich diese Woche, glaube ich, 4 Unboxings machen. Mal schauen, vielleicht schaffe ich die über Ostern. Aber das sind auch wieder richtig krasse Pakete dabei. Also ich habe ja gestern schon vom Minerva-Paket erzählt, jetzt ist noch eins angekommen. Dann habe ich aber noch eins liegen, seit Ewigkeiten und oh. So, jetzt drehe ich erstmal mit dem Alex Zockt unser Video. Wir haben ja gestern schon das Paleo Mirror Match gehabt in Spieltag 4 German YouTube League. Und jo, jetzt wollen wir es halt nachkommentieren, weil das kann man nicht live zeigen. Das dauert, weiß nicht, wir saßen wieder knapp 2 Stunden davor oder so. Jo, das mache ich jetzt, aber wir müssen uns beeilen, weil in einer Stunde ungefähr kommt mein Andi mal wieder zu mir. Der war jetzt die letzten Monate eher inaktiv und jo, heute wird mal wieder gequatscht. Der bringt mir aber auch schon wieder Karten vorbei, also wieder einiges im Angebot für euch demnächst. Und dann geht's 19:30 irgendwie ungefähr ins Kino, Premiere hier in Halle. Too Fast and Too Furious, Teil 8 auf jeden Fall. Kumpel von mir hat gefragt, wollen wir da hin? Jo, ich so, ja klar, schaffen wir schon irgendwie. Und jo, da geht's heute ins Kino. Und dann mal gucken, wo es noch weitergeht. Mehr gibt's auch heute nicht zu sagen, meldungstechnisch von mir. Darf nicht vergessen, Ostern ist trotzdem Freitag mein Video zu machen. Ne? Yu-Gi-Oh! News gibt's wahrscheinlich einiges, was ich euch sagen kann, so über die Woche. Das ist genau mein Jahrestag, der 14.04. und jo, das sind 3 Jahre Abstinenz on YouTube. Guten Morgen YouTube. Ich war gestern böse. Nee, nicht böse. Ich war unartig, war ich. Kino war richtig cool. Wir waren eine kleine Gruppe. Und dann dachten wir uns, oh komm, wir gehen noch in die Stadt, ein Bierchen trinken. Ich sehe noch zerstörter aus als gestern. Jetzt haben wir es leider schon um 9 und ja. Ja, ich war bis 2.30 Uhr mal weg, das brauchte ich mal wieder, dass ich mal in der Woche mit meinen Leuten rausgehe. Ist aber nicht so toll, weil es ist zu viel Arbeit ansteht und morgen ist Ostern. Das heißt, ich kann nichts abpassen. Das heißt, ich müsste jetzt alles schaffen bis 15 Uhr, habe ich 5 Stunden, 6 Stunden. Ja, mal gucken, ob ich alles schaffe am Briefzeug für euch und so. Ansonsten, ich bin auch nur Mensch, mach auch mal einen Fehler. Jo. Donnerstag früh um 9. Atzenjens ist zerstört. Ich geh erstmal Zähne putzen. Donnerstag 17 Uhr. Briefe sind durch zum größten Teil. Ich könnte jetzt auch stundenlang weitermachen. Ich habe da noch ein paar große Bestellungen offen. Aber ich will ein bisschen Abwechslung in den Tag bringen und nicht nur Bestellungen heute machen. Ich befinde mich gerade in meinem Lager. Und da unten habe ich mir gerade die nächsten Karten rausgesucht. Also mal aufgebaut, die ich jetzt sortieren werde. Das ist eine Sammlung, die ich angekauft habe und da wird jetzt gefiltert. Soweit Erläuterung. Ich habe immer hier so meine verschiedenen Haufen davor für die verschiedenen Seltenheitsstufen und dann kommen jetzt hier noch 3 Haufen für Cummins oder 4 sogar. Eins für Staples, die ich jetzt lagere, die immer rausgehen. Dann kommt hier noch ein Haufen für Cummins, die direkt reingestellt werden, weil sie teuer sind, weil sie gleich rausverkauft werden sollen. Dann kommt hier noch ein Haufen hin für zum Beispiel der Red Eyes kommt hier hin, für so Sammlerkarten, sonst was, Fundex, wie auch immer. Und dann der letzte Haufen ist der Crap, den ich gar nicht online stellen will, weil es sich nicht lohnt, weil ich das alles noch auf Lager habe. Da kommen dann hier solche irgendwelchen Booster-Cabins oder so rein. Und so sortiere ich immer eine Sammlung vor, so dass ich halt weiß, wo ich es dann demnächst einsortieren kann in meine ganzen Sachen. Hier sind zum Beispiel schon alles Rares, glaube ich, ja genau. Das sind alles Rares aus den letzten Sammlungen, die ich eingekauft habe. Die werden dann nach Edition sortiert und dann werde ich da auch gucken, was ich da online stellen möchte. Und ja, war erstmal ein Haufen Arbeit, weil bei der großen Sammlung waren, glaube ich, 5000, 6000 Karten also noch eingehüllt und eingehüllte Karten gibt es bei mir nicht, außer Ultimates und Ghost Rares, weil einfach die zu viel Platz wegnehmen, diese Hüllen. Also ja, guck mal, da, meine Hüllenbox ist wieder voll. Kann ich mal wieder was abgeben an euch, weil so viele kann ich auch nicht verbrauchen für meine Sendung. Und ja, genau, da geht's jetzt los.
mal gucken, vielleicht 2 Stunden investieren und hier ein bisschen vorsortieren. Dann will ich nachher noch laufen gehen und ja, dann ist ja morgen Feiertag. Das heißt, morgen muss ich mich nicht wirklich großartig um Post kümmern. Da kann ich dann morgen vielleicht ein paar Videos drehen. Aloha! Freitag, der 14.04. 3 Jahre YouTube darf ich heute feiern. Ist das nicht cool? Da kommt heute ein dickes Freitagsvideo auf euch zu. Ich bin heute schon, obwohl Feiertag ist, ihr müsst wahrscheinlich nicht arbeiten. Ich mache es trotzdem selbstständig und so, selbst und ständig wird gearbeitet. Bin ich schon um 7 aufgestanden, weil ich heute nur bis 14 Uhr arbeiten möchte, kann, wie auch immer, weil ich dann noch ein Video mit dem Alex Zock vielleicht geplant habe für unsere German YouTube League und dann halt mein Freitagsvideo. Außerdem sind ein paar Leute mal wieder in Halle jetzt über Ostern, die ich mal wieder sehen möchte. Und da geht es halt rechtzeitig mal in die Stadt, um mit denen ein bisschen zu quatschen, ein Bierchen zu trinken. Jo, aber ich bin jetzt gerade hier dran. Ich habe gerade schon wieder 40 Bestellungen gemacht und bla 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 bla. Jetzt bin ich fertig mit der Sammlung, die ich hier gestern noch durchgeguckt habe. Da waren einiges an Holos dabei. Hier haben wir schon die Supermärs, die ich hier mit 100er Haufen erstmal zusammengezählt habe. Und jetzt passiert Folgendes. Ich habe hier so eine große Kiste. Wenn die voll ist, dann ist das immer so ein Zeichen, ich muss mal wieder Karten online stellen. Und dann, da wird es halt vorher ein bisschen sortiert, damit das da ein bisschen Übersicht hat. Und da sortiere ich gerade die Gold Rares so nach Farbe und packe die dann mit dazu. Und ich glaube, die Kiste wird dann bis Sonntag voll werden. Das heißt, ab nächster Woche muss ich wieder ordentlich Karten listen. Genau, dann gibt es noch ein paar andere Baustellen, die ich so bearbeiten muss. Und ja, ich habe hier mal mein Inventar, mein Lager durchgeguckt, weil ich brauchte hier so ein paar Karten. Sangan und Rettungskatze, die waren irgendwie out of stock online und deswegen habe ich da mal ein bisschen aufgeräumt, dass ich da wieder ein paar finde. Jo, das ist mein Fahrplan für heute. Es gibt einiges zu tun. Ich bin auch noch motiviert und weiter geht's. Arbeit für einen Karfreitag ist geschafft. Oh Gott, ich habe kein Licht. So rum. Wir haben es jetzt 16.30 Uhr oder so ungefähr, gerade noch mit einem Alex Zock ein Video gedreht für die GYL am Sonntag. Und jetzt mache ich mein eigenes Video. So Yugi News Arznien Channel 3 Jahre alt. Und boah, ich freue mich drauf. Also seht ihr ja dann schon vorher. Also bis später. Also so. Mehr werde ich heute auch nicht aufnehmen. Ich kann euch nur auch sagen, ich mache nachher noch einen Laden zum Lars, mal kurz quatschen. Ob da alles steht fürs Osterturnier morgen und dann mache ich in der Stadt ein paar Jungs von mir treffen, wir wollen eine Runde Billard spielen. Jo, so viel von dieser Woche für mich und vielleicht mache ich am Wochenende noch ein paar Aufnahmen. Tja, zu früh gefreut mit Feierabend. Videos sind jetzt alle gedreht, die offen waren für heute und für Sonntag und so. Aber jetzt wollte ich gerade Abendbrot essen los, da gucke ich und sehe, noch 40 Kundennachrichten musste beantworten. Facebook, YouTube und Magic Markt, also Yugi Markt. Sitze ich jetzt wahrscheinlich noch eine knappe Stunde dran und dann komme ich mit Verzug, zum Glück mein Feierabend, in der Stadt zu meinen Jungs. Und den Laden habe ich gerade angerufen, dass ich da heute nicht mehr vorbeikomme. Schade, sorry, aber gibt Prioritäten und die Kunden müssen jetzt erstmal beantwortet werden. Also macht's gut, für Freitag war es das an dieser Stelle. Samstagmittag, ich hab's verschlafen. Ich war ja gestern dann doch noch ein bisschen unterwegs mit meinen Leuten, weil ich wusste, Samstag wird es eigentlich ruhig machen, wird es ausschlafen, musste nur bis um 11 zur Post gehen und Brief abgeben. So, was sagt da mein Wecker? Sagt, nach um 11. Das heißt, das da geht heute nicht raus. Scheiße. Aber egal, ist ja eh Ostern und dann geht das alles am Dienstag raus. Wird dann wahrscheinlich doppelt so viel sein. Naja, gut. Tut mir mal wieder leid. Ich muss mal meinen Beruf endlich ernst nehmen. Jo, was steht heute sonst an? 2 An- und Unboxings mache ich nachher. Video drehen. Und dann geht's weiter mit Bestellung machen. Aber dadurch, dass ich jetzt eh verschlafen habe, lege ich mir noch mal ein paar Minuten hin. Ich brauche Erholung. Die Woche war echt zu lang. Ging immer viel zu früh los, der Tag, und ging immer viel zu lange. Gute Nacht. Noch eine Meldung von mir. Ich habe gerade einen anderen Unboxing mal wieder gedreht. Ein bisschen anders gestaltet als sonst. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, dem Spieler gefällt auch, was ich eben da so ausgerechnet habe insgesamt.
So, jetzt muss ich endlich mal Gas geben und das German YouTube Lead Video gegen Alex Zockt bearbeiten. Das muss nämlich morgen früh um 12 online gehen. Das mache ich jetzt noch. Mal gucken, ich wollte eigentlich noch Bestellung machen. Ich glaube, das schaffe ich heute nicht mehr, weil ich wollte dann noch ein anderes Unboxing machen, wenn ich einmal einen Tisch frei habe dafür. Ja, was habe ich heute sonst so gemacht? Ich habe mal meine Bude aufgeräumt, weil ich es die ganze Woche nicht geschafft habe. War dann einkaufen in letzter Minute, weil mir ist eingefallen, Montag ist ja Feiertag. Und ja, auch gestern habe ich den Feiertag total verpennt. Ich habe halt nur gearbeitet. Und dann ruft mein Bruder an, irgendwie, wann waren das, 20 Uhr? Und ich so, hast du schon Feierabend oder gerade Pause? Und er so, nee, Jens, heute ist Feiertag. Und das war jetzt sehr lustig, aber auch traurig, weil ich irgendwie gar nicht gecheckt habe, dass wir ja Feiertag haben, weil ich ganz normal gearbeitet habe, halt, ne, selbst und ständig. Gut, ich muss hier mal Dampf machen, dass die Videos alle fertig werden, weil sie sollen halt noch so im Zeitplan liegen. Und mal gucken, was ich dann heute noch so anstelle. Gut, morgen letzter Tag vom Vlog der Woche. Jo, mal gucken, was da noch passiert. Das wird, glaube ich, nicht ganz so spannend für euch, weil wir Familientreffen haben. In Landsberg wird gegrillt bei den Großeltern mit Enrico und Mutti und wer alles so von der Familie dabei ist. Genau, und ja, vielleicht gibt es dann morgen Abend noch eine Meldung oder so. Macht's gut. Guten Morgen. So, letzter Tag von meinen Aufnahmen für diese Woche. Für alle, die es interessiert, wie ich meinen Sonntag verbringe, mein Sonntag ist heilig. Und jetzt zu Ostern ist er doppelt heilig. So. Weil ich fange meinen Sonntag immer damit an, mit ich schlafe so lange, wie ich will. Und dann das Erste, was ich mache, ist meinen Laptop an mein Bett ranholen und erstmal die nächste neue Folge One Piece suchten. Das ist mein Morgenritual am Sonntag. Dann geht's los mit ich mache mich frisch, rasiere mich mal wieder und auf zur Familie. Heute zu Ostern sehe ich nicht nur meinen Vater wie fast jeden Sonntag und quatsch mit dem erst Mittag und nee, heute geht's zu meinen Großeltern nach Landsberg und da wollen wir grillen und ja, frag nicht, wir grillen zu Ostern, das ist bei uns so, das ist so eine Eckersche Manie, aber gut, ich hoffe das Wetter bleibt weiterhin gut so, dass das auch klappt und ja, das war's dann auch schon an dieser Stelle. Ich hoffe euch hat so Spaß gemacht. Ich will euch jetzt nicht auf meine private Feier mitnehmen mit der Kamera, das geht euch nichts an und habt da sicher Verständnis für. Ja, alle Videos gestern Abend noch geschafft, war dann noch 2 Stunden ein bisschen unterwegs, ein paar Leute besucht, gequatscht und ja, die Arbeit ist nicht weniger geworden, aber dafür gibt es ja noch einen Ostersonntag, da habe ich nicht viel vor, da werde ich wahrscheinlich anfangen die ganzen Bestellungen abzugeben oder abzuarbeiten. Ja, also Arbeit. Wie ihr es wahrscheinlich die Woche gemerkt habt, bis auf Arbeit nochmal abends rausgehen, habe ich nicht viel geschafft. Na gut, aber die Videos stehen und Kino war ich auch. Also ich habe schon irgendwo mein Leben, aber es ist halt zeitlich immer begrenzt, ne, weil diese Selbstständigkeit ist nicht ohne. Das war mein Fazit von der Woche. Macht's gut, hoffentlich hat's euch gefallen. Kommentiert mal das Ding oder lasst ein Abo da oder ja, bleibt so wie ihr seid. Ihr seid super. Macht's gut, euer Jens.